In Berührung gekommen mit Heroin bin ich im Alter von 17. Aber Drogen waren bei mir immer tabu. Beim ersten Mal, wie ich es genommen hatte, das war wie. Ich fühlte mich endlich so, wie ich sein wollte. Ich habe den gesehen und gleich dir. Ich bin völlig befreit, fröhlich durch die Gegend gelaufen. Meine Zeit ist ja auch die Christiane F.-Zeit, die ich aus im Gefängnis kennengelernt hatte. Und alles, weil ich mich eine Scheiße in die Vene gespritzt habe. Ich kann kein normales Leben haben. Meine Tiere leben in freier Wohnungshaltung. Ich war bekannt wie bunte Hunde sozusagen. Eine Zeit lang war auch noch eine zweite Katze da. Und die sind da oben lang getobt wie die Düsenjäger. Und sie kam genau auf mich, hat mich in die Augen geguckt. Sie lag so und sie hat einfach so meinen Fuß umgearmt. Also ich war eigentlich ziemlich lange drauf, circa 30 Jahre. Ja, so sehr weggebrettert hat es mich seitdem nie wieder, wenn jemand gestorben ist. Die Leute haben sich nicht nur abgezogen, die haben sich niedergeschlagen, um irgendwie an ihren Stoff zu kommen. Ohne meine Tiere bin ich mir sicher, wäre ich rückfällig. Das war so ein Teil von mir, dass ich das vermisse. Typ. Es gab Zeiten, als er las und Gedichte schrieb.